Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Webinar Salomons Marktausblick von XTB präsentiert. Der deutsche Aktienindex zum Eröffnung oder jetzt kurz vor 9 Uhr mit einem Rutsch von etwa 100 Punkten. Wir haben ein eventuelles Verkaufssignal auch im Dow Jones. Also die Märkte doch angeschlagen, bevor wir uns das anschauen, auch den Goldpreis, Öl etc. Bitcoin auch sehr dynamisch gestern abwärts. Blicken wir natürlich wie immer noch mal ganz kurz auf den Interessenkonflikt und natürlich wie immer auf den Risikohinweis. So, vielen Dank für Ihre guten Morgenwünsche. Technik scheint in Ordnung zu sein. Wir schauen uns als allererstes natürlich einmal den deutschen Aktienindex an und wir sehen hier die Wochenkerzen, also die letzten drei Wochen. Eine Pause und auch die aktuelle Situation darf man hier noch als Pause im intakten Aufwärtstrend betrachten. Aber man muss natürlich sagen, okay, wir haben hier ein gewisses Unvermögen, über die 16.000er-Marke zu laufen. Wir hatten hier mal eine etwas längere weiße Kerze nochmal vor 4 Wochen. Es fehlt eben Kaufneigung, es fehlt Kaufdruck nach oben. Bislang allerdings auch noch kein deutlicher Verkaufsdruck und der könnte allerdings in den Markt kommen, wenn wir hier so unter die 15.600 fallen. Also wir haben ja durchaus ein Warnsignal, dass hier doch ein gewisser Käuferstreik vorhanden ist und wir müssten eben über die 16.000er Marke auch per Wochenschlusskurs laufen, damit sich das Bild hier weiter aufhält. Aber aktuell muss man sagen, also hier in den Tageskerzen haben wir einen deutlichen Rücksetzer aktuell an eine Unterstützungszone und man muss ganz einfach sagen, okay, also hier haben wir bei etwa 15.700 Punkten eine Unterstützungszone und die testen wir jetzt zum wiederholten Male. Insofern sollten wir also jetzt hier ein neues Tagestief und vor allem unter die 15.620, 15.580 rutschen, das wäre also dann hier das nächste markante Lundentief. In diesem Fall, dann müssten wir eigentlich weiter rutschen, also hier auch in Richtung 15.400, 15.200, paar zerquetschte. Die starke Verkaufsdynamik, die wir jetzt aktuell hier auch in den kurzfristigen Zeitfenstern sehen, die ist schon nicht von schlechten Eltern. Also wir sehen hier Entschuldigung. Wir sehen hier in den Stundenkerzen aktuell eine sehr brenzlige Situation für die Bullen.
weil wir hier einerseits aus diesem Aufwärtstrendkanal ja schon im gestrigen Verlauf schon mal nach unten gefallen sind. Und man kann dieses ganze Gebilde seit Mitte August auch in ein Dreieck quetschen. Das heißt, dass wir hier diese Unsicherheit mit den Pendelbewegungen sehr schön in dieses symmetrische Dreieck einfassen können. Dann spielt auch jetzt hier der Aufwärtstrendkanal dann keine große Rolle mehr. So, und jetzt muss man ganz einfach sagen, okay, wir fallen aktuell aus diesem Dreieck nach unten heraus. Und demzufolge muss man hier die Schwankungsbreite dieses Dreiecks, ups, das hat man hier schon mal, also dass wir hier die Schwankungsbreite des Dreiecks nehmen. Und als, na, will er heute nicht, als Kursziel dann nach unten abtragen. Also wenn wir diese Schwankungsbreite ja nehmen und nach unten abtragen, dann sehen Sie, dass wir also hier deutliches Abwärtspotenzial entwickeln könnten. Das heißt, auch mit den etwas angeschlagenen US-Indizes aktuell muss man ganz einfach sagen, okay, vielleicht wird es ja noch ein Fehlausbruch, pipapo. Aber aktuell haben wir den Ausbruch nach unten. Wir testen jetzt wahrscheinlich auch noch dieses Tief hier von bei 15.600 paar zerquetschten. Sondern wenn wir dann natürlich herunterfallen, muss man ganz einfach sagen, dann kann man hier auf die 5-Minuten-Kerzen oder 15-Minuten-Kerzen umswitchen und sagen, okay, Supertrendindikator läuft auch über den Kursen. Also auch leichte Erholungen wären jetzt erst einmal auf Verkaufssignale zu beobachten. Sollte sich dieser Ausbruch unter das Dreieck, unter die Unterstützung bei 15.700, 15.600, 90, 80 hier als Fehlausbruch erweisen. Ja, da steckt man natürlich nicht drin, kann alles kommen. Aber jetzt hier aus Sicht der 5-Minuten-Kerzen müsste man eher sagen, wir bräuchten einen Anstieg über 15.790, dass wir hier sozusagen eine Marktbereinigung sehen, dass wir hier eine Bärenfalle haben. Und solange das nicht der Fall ist, kann man also hier durchaus schauen, okay, bestätigt sich der Ausbruch mit neuen Tiefs, sind eben dann so kurzfristige Erholungen, kurzfristige Korrekturen, wie hier zum Beispiel auch in den 5-Minuten-Kerzen, hier hatten wir ja zum Beispiel dann auch so kurze Aufwärtstrends, die dann nach unten verlassen worden sind im gestrigen Handel zum Beispiel. Oder hier sind Unterstützungen nach unten verlassen worden. Und wenn man dann halt hier so einen nachlaufenden Stoppkurs nimmt, oder halt auch in den 5-Minuten-Kerzen, wenn Sie in den Stundenkerzen, 30-Minuten-Kerzen eine Abwärtsbewegung haben, dann können Sie zum Beispiel hier in den 5-Minuten-Kerzen sagen, okay, immer dann, wenn eigentlich eine Erholung startet, wie hier auch der Supertrendindikator zum Beispiel oder ein gleitender Durchschnitt, dann plötzlich eine Aufwärtsbewegung anzeigt, dann ist eigentlich, solange dann in den übergeordneten Zeitebenen wie den Stundenkerzen hier noch eine Abwärtsbewegung anzeigt, dann ist genau hier in diesen Erholungsversuchen auf Verkaufssignale zu achten. Und das könnte sich eben jetzt tatsächlich hier weiter nach unten fortsetzen. Wir haben eben doch einige Unwägbarkeiten, wie die Zinsentwicklung, aber auch natürlich die Pandemie in den USA oder jetzt auch hier in Europa. Und das drückt im Moment ein wenig auf die Stimmung. Den deutschen Aktienindex wollen wir uns dann nochmal zum Ende des Webinars anschauen. Hier kommt auch noch schon eine Frage zum Beispiel zu den Kryptowährungen, wollen wir uns auch noch anschauen. Was auch nicht so schön ist für die Bullen, ist die Entwicklung bei den US-Indizes. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel im Dow Jones gestern eine längere schwarze Tageskerze mit Ausbruch aus dieser Range der letzten vorangegangenen 6 Tageskerzen. Das war schon mal sehr kurzfristig, zumindest mal negativ. Und wir sind jetzt hier auch unter eine Aufwärtstrendlinie gerutscht. Jetzt haben wir hier natürlich eine breite Unterstützung. Also es ist durchaus im Hinterkopf zu behalten, dass wir übergeordnet durchaus noch so eine gewisse bullische Grundstimmung haben, wenn man sich die sehr langfristigen
Kerzen anschaut, aber von den Tageskerzen bestünde also hier durchaus die Möglichkeit, dass wir zumindest diese Unterstützungszone mal etwas ausgiebiger testen. Ob wir dann hier nach unten fallen, sagen wir noch dahingestellt, aber man muss natürlich sagen, sollten wir jetzt hier weiter nach unten purzeln, dann kann man auch die Schwankungsbreite des Trendkanals nach unten abtragen. Also insofern das Risiko, dass wir jetzt hier weiter nach unten fallen und dann hier auch die nächste Unterstützung zum Beispiel testen, die ist durchaus vorhanden. Demzufolge gilt zum Beispiel auch von den kurzfristigen Zeitebenen, dass man also aktuell eher auf Verkaufssignale achtet. Wir haben das gestern in den Stundenkerzen sehr schön gesehen. Wir haben hier in den Stundenkerzen übrigens auch so ein Mini-Dreieck nach unten verlassen. Also hier war ja Widerstand. Und am Montag meinte ich noch, ja, okay, wir testen hier vielleicht den Widerstand. Wenn wir darüber laufen, dann ist schön. Aber da war ich noch ein bisschen skeptisch. Und wir haben hier ein Dreieck gestern nach unten verlassen. Wir haben dann auch diese Unterstützung nach unten verlassen und das ist natürlich dann erstmal negativ und ganz klassisch, aber ein Pullback so. Und dann ist es eher so, dass man dann sagt, okay, lange schwarze Kerze ist sowieso erstmal negativ, lange schwarze Kerze aus einem Dreieck ist negativ. Und dann kann man natürlich prozyklisch short gehen, wenn man jetzt aktuell gerade einen Gewinn. Aber unter Chance-Risiko-Aspekten, Timing-Aspekten ist natürlich immer interessanter, wenn man dann hier versucht, solche Erholungen in der Abwärtsbewegung in Richtung des Verkaufssignals zu handeln. Und das sehen wir also jetzt aktuell im Dow Jones. Und demzufolge muss man dann natürlich auch sagen, okay, wo ist dann hier noch ein übergeordnetes Kursziel? Also wenn wir jetzt die Schwankungsbreite der Range nehmen und hier nach unten abtragen. Da haben wir also noch ein bisschen Platz nach unten, nämlich mehr oder weniger hier an die nächste Unterstützungszone. Also klar steckt man nicht drin, das ist Börse, kann auch wieder eine Bärenfalle werden, aber aktuell heißt die Devise eher hier, auch solange der Supertrend-Indikator in den Stundenkerzen abwärts gerichtet ist, eher zum Beispiel in den kurzfristigen Zeitebenen hier so leichte Erholungen wären auf Verkaufssignale zu beobachten. Also im übergeordneten Bild, auch zum Beispiel von dem Nasdaq 100, ist die Lage noch nicht so dramatisch, aber wir sehen halt hier zumindest eine kleine Pause. Grundsätzlich also hier noch kein wirklich übergeordnetes Verkaufssignal. Die Tesla-Aktie hat sich ja auch zum Beispiel weiter erholt. Schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. Aber sollten wir natürlich hier diese Range der letzten Tage nach unten verlassen, dann wäre das negativ. Was übrigens auch ganz interessant ist, dass der S&P 500, also hier auch am Tief einer grünen Kerze jetzt aktuell notiert, also gestern ja auch schon mal deutliche Gewinnmitnahmen getreten sind. Im Moment sieht das eher nach einer Korrektur aus, noch innerhalb der Aufwärtstrendkanäle. Wenn wir uns allerdings auch hier die Stundenkerzen anschauen, dann muss man ganz einfach sagen, wir sind jetzt hier aus einer Seitwärtszone nach unten gefallen und demzufolge hätten wir also zumindest noch leichten Korrekturbedarf. Ob diese Korrektur sich dann zu einer groß angelegten Trendwende noch entwickelt, also haben wir noch dahingestellt, wissen wir noch nicht. Aber eine echte Aufwellung ergibt sich hier zum Beispiel im S&P 500. Erst wenn wir hier diesen Abwärtstrend verlassen, nach oben natürlich, und wieder in die Range zurückkehren, dann hätten wir halt hier tatsächlich eine Bärenfalle. Aber im Moment sieht es doch etwas angeschlagen aus. Also um zusammenzufassen, die Märkte angeschlagen, Korrektur, ja, Trendwende, übergeordnete Trendwende ist noch nicht klar. Und kurzfristig wäre hier eher mit weiter rutschenden Kursen zu rechnen. Ob dann die übergeordneten Unterstützungen das wieder auffangen, das sehen wir dann. Dann im Devisenmarkt haben wir hier nach wie vor im Dollarindex unser übergeordnetes symmetrisches Dreieck. Beim ersten Versuch hat es nicht funktioniert. Wir haben dann noch hier einen flach verlaufenden Aufwärtstrendkanal. Wir haben jetzt eine kleine Erholung. Also negativ wäre es, wenn wir hier unter die jüngsten Tiefs rutschen und positiv, wenn wir hier im Prinzip aus dem Dreieck zum zweiten Mal nach oben ausbrechen. Im Moment wäre hier eher noch ja, vom Momentum vielleicht eine kleine Gegenbewegung zu sehen, treten auf der Stelle. Also nicht ganz eindeutig. Wir sehen das auch beim Euro zum US-Dollar, zumindest hier in den Tageskerzen, dass wir hier erstmal am Widerstand abgeprallt sind.
Wir haben auch hier diese leicht korrektiven, diese Erholung jetzt noch unten verlassen. Wir haben hier einen Shootingstar. Wir sind aber aktuell noch am Tief einer längeren weißen letzten Kerze. Also muss man schauen, ob der Dollar stärker wird wieder und der Euro entsprechend hier nach unten fällt, wäre dann eher negativ. Also das ist so eine sehr interessante Chartsituation auf alle Fälle, weil ein neues Tagestief wäre eher dann der Hinweis darauf, dass wir hier weiter nach unten rutschen können. Und eine Erholung hier dürfte eher nochmal auf Widerstand treffen. Und erst wenn wir deutlich über die 1,19 wieder ansteigen, wäre das sozusagen kurzfristig positiv. Was natürlich jetzt auch nochmal für den Euro zum US-Dollar hier brenzlig ist. Deswegen, also auch sehr interessant, wir sind ja hier in den Stundenkerzen in einem Aufwärtstrend, haben wir kurz nach oben verlassen, das ist dann immer so ein bisschen eine kleine Übertreibung, Korrektur. So, und jetzt sind wir hier durch unter eine Unterstützung gefallen, haben den Aufwärtstrend getestet. So, und wenn wir jetzt aber ein neues Tagestief generieren, also hier auch unter die jüngsten Tiefs rutschen, dann müsste man eher davon ausgehen, dass diese Korrektur auf die jüngste Erholung sich weiter fortsetzt. Und eine echte Aufwendung ergibt sich hier erst, wenn wir diesen Abwärtstrend dann wieder verlassen. Hier sieht man auch sehr schön, dass wir gerade noch an einer Unterstützungszone sind. Und wenn wir eben ein neues Tagestief bekommen, hier dann auch Gefahr laufen, aus diesem kurzen Abwärtstrend nach unten zu rutschen. Und das würde dann hier nochmals Verkaufsdruck auslösen können. Wir sehen dann auch an den anderen Devisenpaaren, dass der Dollar wieder ein wenig zugelegt hat, also australischer Dollar. Wir hatten mal sehr schön im Prinzip diesen Abwärtstrend verlassen, sind bis zum Widerstand gelaufen, kleine Pause am Widerstand, das ist immer so ein kleines Warnsignal. Dann Mitte und Tief einer grünen Kerze oder weißen positiven Kerze nach unten verlassen, das sind dann auch immer Warnsignale, kurzfristige Verkaufssignale, so. Und jetzt sind wir wieder hier in diese Range, tauchen wir wieder ein. Das heißt, man müsste also auch hier davon ausgehen, dass das Momentum jetzt noch eher für einen fallenden australischen Dollar zum US-Dollar spricht und dass da doch deutlicher Widerstand vorhanden ist. Wir sehen das auch im neuseeländischen Dollar, dass wir jetzt hier das Kursziel oder am Kursziel Oberkante Dreieck, Keilformation erst einmal eine Pause machen, jetzt nach unten abprallen. Ob das dann schon die große Trendwende ist, dass wir also hier wieder schnurstracks nach unten fallen, sei mal dahingestellt. Aber er dürfte eher noch mal ein bisschen Druck hineinkommen. Was ganz interessant ist, auch punkto Dreieck, die türkische Lira. Also hier sehen wir nach wie vor, dass hier jetzt eine kurzfristige Abwärtsbewegung innerhalb des Dreiecks, was wir ja hier schon mit den zwei Punkten, also jetzt haben wir hier im Prinzip den dritten Punkt bestätigt haben. In den Stundenkerzen sogar gar eine kleine W-Formation. Also hier könnte jetzt eine entsprechende Erholung stattfinden. Auch ganz interessant in den letzten Tagen war der japanische Yen. Hier zum US-Dollar treten wir weiter so ein bisschen auf der Stelle. Nach wie vor beobachten kann noch kein klares Handelssignal. Aber was wir jetzt sehen, auch Euro zum japanischen Yen tritt auf der Stelle auch ein Warnsignal. Also Long-Position bitte hier nicht mehr in den Verlust laufen lassen, eher mal vielleicht auch Teilgewinne mitnehmen. Und da kommen wir dann auch zum britischen Pfund, weil das hatten wir uns dann auch angeschaut in der letzten Woche. Britisches Pfund, hier zum US-Dollar. Also auch Aufwärtsbewegung ist jetzt nicht mehr intakt. Was hier übrigens noch ganz interessant ist, habe ich noch nicht eingezeichnet, konstruiert. Also wir haben jetzt hier zwei Tops, ganz klar. Und wir haben hier zwei Luntenspitzen. Und insofern haben wir also hier ein sehr interessantes Dreieck. Das heißt aber auch, dass wenn wir jetzt auch hier ein neues Tagestief bekommen oder unter die 1,37 fallen, dann müsste man eher davon ausgehen, dass wir hier die Unterkante des Dreiecks nochmals testen. Also Erholungen wären hier auch eher unter diesem Aspekt auch durchaus mal auf Verkaufssignale zu beobachten. Und ein Ausbau aus dem Dreieck würde hier natürlich dann entsprechend ein Signal liefern. Und wir hatten uns das britische Pfund zum japanischen Yen angeschaut. Japanischer Yen also hier relativ schwach. Auch hier ebenso wie im Euro. Aktuell so eine kleine Warnphase, aber noch kein echtes Verkaufssignal. Das würde erst eintreten, wenn wir hier wieder unter die 151,20 rutschen würden. Aber auch hier gilt,
Wir sind noch im Abwärtstrend. Wir haben eine Erholung jetzt. Wir haben eine Pause und demzufolge Long-Positionen bitte hier nicht mehr in den Verlust laufen lassen. Eher auch mal Teilgewinne mitnehmen. Sollte dann das britische Pfund sich hier wieder stärker zeigen und aus dem Trend nach oben ausbrechen, dann kann man immer noch die aktiven Teilgewinne sozusagen wieder zurückkaufen oder eben die Restposition einfach stehen lassen und laufen lassen. Aber das ist halt doch schon ein kleines Warnsignal. So, kommen wir zum Rohstoffmarkt. Wir schauen uns als allererstes mal noch ganz schnell den Kupferpreis an. Also hier noch keine Änderung. Unterstützung, Widerstand, da laufen wir so ein bisschen hin und her. Sollten wir natürlich hier nach unten fallen, dann hätten wir hier unter Umständen eine komplexe Schulterkopf-Schulterformation, aber da ist noch kein echtes klares Signal. Kommen wir zum Goldpreis. Und der Goldpreis ist gestern deutlich zurückgekommen. Das kann man noch als Pullback betrachten an die zuvor verlassene Abwärtstrendlinie. Man sieht aber natürlich, dass wir hier sowieso in den letzten Monaten viel Unsicherheit hatten. Diese Unsicherheit können wir auch in ein übergeordnetes symmetrisches Dreieck pressen. Insofern sollten wir also hier weiter nach unten rutschen, in den Abwärtstrendkanal wieder zurückkehren, unter die 1775 fallen, dann müsste man eher davon ausgehen, dass es kein Pullback mehr ist, sondern wir hier eine Bullenfalle sehen. Und da wir uns auch so in der Mitte dieses Dreiecks befinden, dann also durchaus die Gefahr läuft, dass wir hier dynamisch nach unten rutschen an die 1750 und darauf folgen, wenn wir dann die nächste Unterstützungszone bei 1750, 40 knacken, wir hier weiter nach unten fallen. Also auch hier darf man noch ein bisschen gespannt sein, wie es weiterläuft, wenn wir uns jetzt hier die Stundenkerzen anschauen. Dann hatten wir hier so ein kleines Fehlausbrüchchen. Das heißt, ich hatte hier am Montag gesagt, okay, wir haben hier eine Korrektur. Und mit dem Break des Abwärtstrends sieht es ja in den Tageskerzen gar nicht so schlecht aus. Aber Sie sehen, zack, ging nach oben. Das ist natürlich dann ein sehr, sehr kurzfristiges kleines Signal auf Stundenbasis, aber in Verbindung mit den Tageskerzen gar nicht mal so schlecht. Wir sind dann aber relativ schnell und zügig wieder zurückgefallen und irgendwann muss man dann sagen, okay, also gerade wenn dann so das vorangegangene Tief unterschritten wird, also wenn man dann hier 10 Dollar oder 7, 8 Dollar verloren hat, Schwamm drüber, neu nachdenken und das war dann im Prinzip so eine kleine Bullenfalle. Und jetzt haben wir natürlich hier nochmal eine übergeordnete Unterstützung. Da sind wir jetzt knapp herangelaufen. Sollten wir natürlich jetzt hier in den Stundenkerzen wieder die 1810 knacken. Also das Hoch dieser langen roten Kerze, dann wäre das im Prinzip auch wieder positiv, dass man sagen könnte, okay, das war für hier vielleicht eine Marktbereinigung. Aber aktuell hier der Hammer ist nicht bestätigt worden, also darf man hier noch ein bisschen abwarten. So, kommen wir noch kurz Gold haben wir schon. Ölpreis. Ölpreis, keine große Änderung. Also auch hier ein bisschen Wischiwaschi. Keine Ahnung, wie es nach dem Motto, muss man abwarten, kein klares Signal. Und das ist eben so in der Chartanalyse her. Manchmal haben wir klare Signale, manchmal nicht. Hier haben wir eine Unterstützungszone um die 70, 69, paar zerquetschte. Wir haben hier jetzt einen Abwärtstrend, an dem halten wir uns gerade auf. Was eher für die Ölpreise spricht, ist, dass trotz diverser Ängste um die Konjunktur wiederum der Ölpreis sich halten kann. Aber wir sind eben auch noch am Abwärtstrend. Sollte man natürlich hier nach oben durchstarten, dann wäre eher die Chance, dass man dann so leicht Rücksetzer wieder versucht aufzufangen, weil wir hier an die 77, 78 laufen können. Sollte man hingegen unter die 69, 70 fallen und dann hier auch unter die Runde 69, 68, 60. Das wäre so das Tief dann dieser längeren grünen Kerze. Dann müsste man halt hier mit diesem Szenario rechnen, dass die Ölpreise dann doch nochmals abgeben. So, Bund Future, ganz kurzer Blick. Bund Future ist also nach Kontraktwechsel ja noch ein bisschen weiter gefallen. Von der sehr übergeordneten Sichtweise müssen wir hier eher mit weiter fallenden Kursen rechnen, also auch an die
übergeordnete langfristige Unterstützungszone. Erholungen auch in den Gap-Bereich bis etwa 174% wären eher auf Verkaufssignale aus charttechnischer Sicht zu beobachten. So, und dann kommen wir natürlich zum Bitcoin und zum Ether. Also Ethereum hat sich gestern einmal um ein Drittel verbilligt. Von rund 4.000 ging es unter knapp unter 3.000. Sie sehen das hier. Sehr schön, Dreieck, großes Dreieck, Ausbau nach oben, Kursziel erreicht, Schwankungen, deutliche Aufwärtsbewegung am Widerstand nach unten abgeprallt. Jetzt muss man ganz einfach sagen, okay, lange rote Kerze deckelt die Geschichte. Und da sind wir wieder so bei der Geschichte, dass die Chartanalyse keine Kristallkugel ist, sondern es eben aussagekräftige Formationen gibt, wo die Wahrscheinlichkeit für eine gewisse Prognose dann gegeben ist. So wie hier mit Ausbau aus dem Dreieck. Da kann man dann halt hier die Schwankungsbreite des Dreiecks als Kursziel. Hier hatten wir unsere Schwankungsbreite. Dann haben wir hier die Schwankungsbreite nach oben abgetragen. Also Kursziel ist erreicht worden. Sehr schön, aber jetzt muss man sagen, okay, jetzt tappen wir wieder so ein bisschen im Dunkel, weil keine große Formation vorhanden ist. Was wir aber sagen können, ist natürlich, dass eine lange grüne Kerze erstmal in der Mitte Unterstützung bietet und eine lange rote Kerze wiederum im mittleren Bereich der roten Kerze auch Widerstand anbietet. Das heißt wiederum, dass wir jetzt hier eine Pendelbewegung unter Umständen erwarten können. Das heißt, wir haben hier eine deutliche Unterstützung, die ja im gestrigen Verlauf bestätigt wurde, aber dass Erholungen eben auch erst einmal auf Widerstand treffen. Und was nach solchen dynamischen Abwärtsbewegungen häufiger zu beobachten ist, das gilt auch gleich für den Bitcoin, dass wir hier eher erwarten können, dass nach so einer kleinen Schaukelpartie durchaus dieses Tief hier nochmals getestet wird. Also das haben wir im etwas größeren Maßstab hier gesehen. Hier hatten wir eine sehr starke Abwärtsbewegung, dann eine Erholung hier im Mai und Juni. Und dann haben wir dieses Tief oder diese Tiefs, diese beiden Lunden-Tiefs hier nochmals getestet. Und dann kam im Prinzip der entscheidende Funke, dass das wieder nach oben läuft. So, und demzufolge müsste man eher davon ausgehen, dass das noch keine Marktbereinigung war, sondern dass wir hier durchaus in so einer kleinen Seitwärtsbewegung nochmal nach unten fallen. Sollten wir dann natürlich hier nach unten rutschen, also diese Unterstützungszone hier nach unten knacken, dann müsste man eher erwarten, dass wir hier in diesen Bereich fallen. Also da haben wir dann auch hier in diesem Bereich ein paar Tops. Und demzufolge haben wir also hier bei 2400 dann die nächste Unterstützung. Und sollten wir wieder erwarten, den mittleren Bereich dieser roten Kerze nach oben knacken, also auch über die 3700 wieder ansteigen, dann hätten wir zumindest die Chance, dass dann hier nochmals der Widerstand getestet wird. Das wäre dann durchaus interessant, gerade wenn wir dann hier nochmal ein neues Hoch bekommen, weil wir dann hier an das, ich glaube, Allzeithoch im Mai laufen könnten. Und Trendanalyse natürlich nicht zu vergessen. Also wir haben jetzt hier erstmal einen Aufwärtstrend geknackt. Auch das ist negativ. Sollten wir ein neues Hoch bekommen, dann könnte man natürlich dann irgendwann so etwas fabrizieren. Also Kristallkugel nach dem Motto, dass wir hier wieder ein neues Hoch bekommen, ohne jetzt ein neues Tief zu generieren. Aber im Moment ist das hier noch Wunschdenken der Bullen. Und im Moment sieht die Geschichte so aus, dass wir diesen Trend dynamisch geknackt haben und auch aus diesem Grund im Ether eher nochmal mit fallenden Kursen rechnen müssen. Und das ist so ähnlich wie im Bitcoin. Wir haben also eine sehr, sehr dynamische Abwärtsbewegung gesehen, wo also die Gewinne der vorangegangenen Wochen zunichte gemacht worden sind. Der Bitcoin hat sich ja hier doch sehr schön aufwärts entwickelt. Wir haben auch einen Aufwärtstrend verlassen. Wir haben einen kurzfristigen Trend verlassen. Wir haben hier eine Unterstützungszone nach unten verlassen, die bislang nicht wirklich wieder zurückerobert werden konnte. Und wenn wir uns wiederum den mittleren Bereich dieser langen roten Kerze anschauen, dann haben wir also hier sowieso Widerstand gehabt, wird zur Unterstützung und wird wieder zum Widerstand auch in Verbindung mit dem mittleren Bereich der roten Kerze. Also wir müssen wieder über die 49.500
über die 50.000er-Marke letztendlich wieder rüber, damit sich das Bild weiter aufhält. Und aktuell kleine Pendelbewegung, aber mit dem Risiko, dass hier die jüngsten Tiefs nochmals erreicht werden. So, und auch von den 4-Stunden-Kerzen, sowas hört man dann als Chartanalyst öfter, aber sie haben noch gesagt, dass da ein kleines Dreieck ist und ich bin jetzt mit Haus und Hof long im Bitcoin. Da muss man ganz einfach sagen, also dieses Dreieck ist noch oben verlassen worden, aber Sie sehen, das Kursziel ist mehr oder weniger erreicht worden, knapp abgearbeitet worden. So, und dann muss man sagen, okay, also kleines Dreieck, kleine Auswirkungen, aber Kursziel ist erreicht worden. Am Kurszielen kann man auch mal Teilgewinne mitnehmen. Und wenn dann solche Aufwärtstrends geknackt werden, ist das natürlich eher negativ so. Und jetzt sehen wir schon im Prinzip, dass wir hier wieder so eine Gegenbewegung haben auf diese starke Erholung, die wir im gestrigen Verlauf gesehen haben. Dass also hier das jüngste Tief, das gestrige Tiefe durchaus in Gefahr läuft, nochmals getestet zu werden. Und darunter würde sich die Sachlage natürlich hier weiter eintrüben. Und auch hier von den Stundenkerzen können wir davon ausgehen, dass hier erstmal Widerstand ist, der muss überwunden werden und dann der nächste Widerstand ist das Hoch dieser langen roten Stunden, 4-Stunden-Kerze, Entschuldigung, 4-Stunden-Kerze. Also Bitcoin nach oben erstmal gedeckelt, auch die anderen Kryptowährungen, das Risiko, dass wir hier nochmal ein bisschen unten rutschen, ist durchaus gegeben. So, ich hoffe, die Fragen zu den Kryptowährungen sind damit zur Zufriedenheit einigermaßen beantwortet worden. Wir schauen uns noch zwei, drei Aktien an. Tesla, großes Dreieck, große Auswirkungen. Erster Ausbruch, Pullback, weiter nach oben. Chance, dass wir jetzt letztendlich Richtung $1.000 laufen, ist gegeben. Also wenn der Gesamtmarkt jetzt nicht komplett einbricht und wir im Moment nur eine Korrektur sehen, ist das hier gar nicht mal so schlecht. Und wir haben hier jetzt auch mit dem neuen Hoch einen Aufwärtstrend. Also kurzfristig wäre die Rückkehrlinie das Ziel. Und im Umkehrschluss heißt das dann natürlich ganz einfach, sollten wir hier wieder unter die 700er Marke fallen und den Aufwärtstrend bei 680 knacken. Naja, dann war das hier so eine kleine Bullenfalle, wissen wir aber im Moment noch nicht. Also im Prinzip positiv. Interessant ist auch wieder BioNTech, weil wir hier im Aufwärtstrend oder kurz vor dem Aufwärtstrend sind. Wir eine Unterstützungszone haben. Das könnte natürlich sein, dass sich das jetzt hier so ein bisschen weiter noch weiter fortsetzt und wir diese Aufwärtstrendlinie tatsächlich nochmals testen. Aber die europäische Arzneimittelaufsicht, die EMA, prüft jetzt aktuell diese dritte Auffrischungsimpfung sowohl bei gesunden, aber als auch bei stark immungeschwächten Patienten, Personen. So, und sollte die EMA natürlich dann eine dritte Auffrischungsimpfung empfehlen, und zwar vor allem auch bei den gesunden, dann könnten wir hier im Prinzip sehen, dass die BioNTech-Aktie wieder deutlich nach oben läuft. Also könnte sich das hier noch ein bisschen hinziehen, bis da eventuell ein Ergebnis feststeht. Das ist für die nächsten Wochen avisiert. Ein genauer Termin ist da nicht gegeben worden. Aber charttechnisch zumindest interessant. Unterstützung im Aufwärtstrend. Ein bisschen kritischer sieht es nach wie vor bei den Wasserstoffaktien allgemein aus. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Nel-Asa-Aktie, die norwegische Aktie. Hier haben wir so eine kleine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Sollten wir hier nach oben laufen, wäre zumindest der Abwärtstrend mal das Ziel aufgrund der kurzen Dauer der SKS und des Kursziels, kann man nicht unbedingt sagen, dass das jetzt hier die große Trendwende wird. Und man muss auch hier die Beteiligung von Nel Asa an Nikola, ich meine, es waren 5 Millionen Aktien, die sie da haben. Also wenn ich da falsch liege, korrigieren Sie mich gerne. Das ist die Nikola-Aktie und die kommt im Moment nicht so richtig aus der Hüfte. Hier mal einen kleinen Abwärtstrend getestet worden, geknackt worden. Aber auch hier besteht noch das äh,
die Möglichkeit, dass wir hier eher nochmal nach unten rutschen. Soweit zu den Aktien. Wir schauen uns jetzt nochmal den deutschen Aktienindex an, der sich zumindest nach dem ersten Absturz nach unten so ein wenig stabilisieren kann. Also an der 15.620, genau dem jüngsten Tief von Mitte August, haben wir jetzt hier zumindest eine kleine Stabilisierung. Aber das ist natürlich noch keine große Trendwende. Also da bleiben wir dabei, wie die erste halbe Stunde war jetzt erstmal negativ, sollte der Stundenschlusskurs natürlich jetzt hier unter der 15.680 bleiben, dann hätten wir hier eine lange rote Kerze mit Ausbruch aus dem Dreieck und die Gefahr, dass wir hier weiter nach unten laufen, die ist zumindest gegeben. Das heißt, dass wir hier eine doch etwas ausgedehntere Korrektur dann bekommen. Schauen wir einfach mal Korrektur, ja, ob das dann halt die übergeordnete Trendwende wird, wissen wir noch nicht. Und sollten wir hier einen deutlichen Rebreak in das Dreieck bekommen mit Break auf der 15.790, dann hätten wir hier die Chance, dass das so eine Marktbereinigung wird, eine kleine Bärenfalle, aber im Moment Märkte angeschlagen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Restwoche, erfolgreiche Börsenwoche. Schönes Wochenende. Wir hören uns kommenden Montag um 9 Uhr wieder. Bis dahin, Ihr Stefan Salomon.